Let's Play Minecraft und da ist schon die nächste Folge und wir haben heute einen Gast, beziehungsweise zwei Gäste. In der letzten Folge war der gute Taros dabei, ne, hallo. Sascha? Ja, hallo. Bring mal, damit die Leute wissen, wer du bist. Ja! Und der Tobi ist natürlich auch wieder am Start, der darf natürlich nicht fehlen, unsere sexy kleine Bitch hier. Oh, ich habe einen Ausdruck gesagt, wollte ich eigentlich gar nicht, aber Tobi, deinen Arsch für den rausgestreckt hast, Entschuldigung, aber... Ne. Arsch ist dann, schon wieder ein Ausdruck. Dann ist der Dustin da, hallo, du bist heute unsere... Unsere Kraft, ja. Unsere Kraft, die hier hilft, unser wunderschönes Häuschen weiterzubauen. Und der Dean ist auch wieder dabei, als Isaac Clark mit schönen Schuhen. Ja, in der letzten Folge, das war eine Katastrophe, ja. Wir sind ja elendig verreckt, ganze Zeit da unten in dem Todesschacht, würde ich schon gleich mal sagen. Der Tobi hat da gut überlebt, ja, hier seht ihr ihn. So. Hast du mir gerade zwischen die Beine gehauen? Was machen wir denn in dieser Folge? Ja, Sand, ihr geht Sand sammeln und ich pass auf, dass ihr alles richtig macht. Pass auf, Tobi, komm mal hier runter. Hier ist gut. Hier kannst du viele fürs Dach. Ach, Sandstein meinst du? Ach so, ja. Ich muss mich erstmal entledigen. Warte mal, ich hab noch so viel Kram von letztem Mal dabei. Hast du dich ums Glas gekümmert? Ja, was soll man denn abbauen? Sehr viel Glas. Und mein sehr Sand. Viel Sand. Damit wir Sandstein herstellen können. Oder es ist natürlich am besten, wenn du dich ein bisschen runterbuddelst. Aber allerdings solltest du das nicht direkt hier in der Nähe von unserem Haus machen, weil sonst müssen wir das ja hinterher alles glatt wieder machen, weißt du? Ich mache jetzt erstmal Glas. Entschuldigung, es ist aber ein bisschen. Ja. Geh mal zur Seite. Wieso holt ihr den Sandstein? Trag doch einfach Glas ab. Sand ab. Entschuldigung. Das schneller. Soll ich schon mal weiterbauen? Also beim Glas? Nee, sammel einfach erstmal. So, Tobi. Ich habe jetzt sehr viel Sandstein für dich gleich. Da kannst du gleich. Ich hoffe, wir kommen jetzt diesmal voran mit dem Haus. Wir müssen ja. Langsam echt mal unseren Bau abschließen und jeder wollte sein eigenes Zimmer einrichten, ne? Das genau. So. That's how we roll. Leute, hier ist aber echt sehr viel Sandstein. Das war auch übrigens die beste Idee, das Haus daraus Sandstein zu machen. Ja, ne? Das ist der Rohstoff, den es am seltensten oder am schwersten zu holen gibt. Wobei, ich habe hier sehr viel gerade. Ja? Ja, ja. So richtig viel? Richtig so viel. Leute, ich brauche Holz. Ja, dann geh in den Wald und hol dir welches. Aber pass auf, dass der böse Wolf nicht kommt. Das Schaf. Oder das böse Schaf. Der muss jetzt kommen, ne? Ja. Ein wahrer Insider, meine Damen und Herren. Ist so weit drin? Oh, was war das? Warst du so weit drin? Bitte was? Hey! Wieso ist denn jetzt die verdammte Leiste nicht verschwunden da unten, hallo? Alter! Alter! Die Spinne Alter, will sterben. Da ist ein Enderman in Dennis, im Zimmer von Dennis. Im Dennis. Ein Enderman hey, ist in Dennis. Alter, ist der laut. Ah, oh mein Gott. Das stand vor meiner Tür. Oh Gott, er teleportiert sich. Ich sterb gleich hier. Mann. Tobi, du magst. Boah, Alter. Ich bin weg. Draußen, ne? Komm her, du Ich bin weg. Wollen wir nicht lang gehen? Boah, das hört sich an. Blutsauger, ey. Was ist Stalker? Wer weiß. Ah! So, Tobi, ich habe jetzt 64 und einmal 16 Blöcke für dich. Das ist wunderbar. Warte, ich komme sofort raus. Aber wir haben jetzt hier so einen mega, mega Krater. Das müssen wir nachher noch irgendwie glätten, ausglätten. Oh. Brauchen wir noch Sandstein oder? Ja, ja, so viel wie es geht. Warte, Tobi, ich bring den mal. Hat ganz viel. Ah! Aua! Wir müssen unser Haus ja echt langsam mal fertig kriegen, ne? Wir wollen ja mal ein nächstes Projekt bald anfangen. Erstmal die Zimmer noch einrichten, jetzt aber... Jetzt doch! Nee, ich misch mich dann ja ein. Du schaffst das schon. Tobi, hier. Wir wollen ja das World Trade Center noch nachbauen, ne? Genau. Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nee, mein Ziel ist es, dass wir irgendwann mal so ein ein kleines Dorf haben, ja, ein riesen Städtchen oder so. Also erstmal ein kleines Dorf und dann bauen wir ein riesen Städtchen. Und ich habe schon ein paar Ideen, die werde ich jetzt noch nicht verraten, damit nicht der ein oder andere abkupfert hier. Dorf, ich kann das schon weiterbauen hier mit dem Glas. Achso, gib mal das Glas, bitte. Kannst mir ein paar Glasblöcke geben, wenn du willst. Du kannst ja, warte mal, ich glaube, wir brauchen noch ein paar Fenster, wenn ich mich nicht täusche. Alter, jetzt sind hier schon wieder so Zombies, Fressenbesen noch mit denen, ganz ehrlich. Wo war ich denn letztes Mal stehen geblieben? Wollten wir das so? Wir wollten das so. Du wolltest das, glaube ich, mit mehreren. Ich mach das noch eine Riege höher, das sieht sonst scheiße aus. Also, es sieht nicht gerade wunderschön aus. Hier, ich bin hier. Dankeschön. Haben wir, ich glaube, wir brauchen noch hier, guck mal hier. Wäre gut, wenn wir hier so wie auf der anderen Seite so ein Panoramafenster haben, weißt du?
Ist denn die Musik so laut? Deswegen braucht man. Hä? Hast du ein Panoramafenster? Hier, wieder drüben. Hier. Achso. Aber dafür brauchen wir dann. Aber ich würde es auch cool finden, wenn wir da so einen Rahmen drum hätten. Wie ist hier oben? Komm mal mit. Wie ist. Oh. Oh. Was ist denn das? Zombies. Zombie vor der Tür. Monster. Hau den weg schnell, sonst haut er die Tür kaputt. Stimmt, wir können das ja aber mal gut. Machen. So, pass auf, ein Skelett. So, wenn wir sowas am, um dem Fenster haben wir hier, diese Balken hier, die der Tobi gebaut hat, weißt du? Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier wieder das. Wir können erstmal das Panoramafenster machen. Ja, dann müssen wir das jetzt erstmal hier rauskloppen, alles. Vom wo? Meinst du, das ganze, die ganze Holzwand soll Glas sein? So, mit was schlage ich denn am besten das Holz kaputt? Mit der Axt. Ja. Minecraft. Ich hab dir da eine hingelegt. Mit den Händen. Händen ist immer gut. Hast du noch eine? Dennis, brauchst du Sandstein und Sand? Der braucht der Tobi. Tobi, wo bist du? Kannst dem Tobi helfen da oben. Wo ist der Tankermann? Eckstein, alles muss versteckt sein. Wie baue ich dir nochmal eine Axt? Also ich hab jetzt. Ich hab dir eine gegeben. Ja, aber wie baue ich die denn nochmal? So wie sie aussieht, musst du dir immer bildlich vorstellen. Zwei Stöcker und dann. Ich glaube dann zwei oben. Hat jemand mal Holz? Und einer rechts oder so oder links, ne? Ja, ich habe gerade ein bisschen was. Okay. Ja, ich muss mich, ich sag ja, ich muss. Gib's mir. Mich da noch rein. Du spielst das ja fast täglich, Tobi. Ich ja gar nicht. Tobi, wo bist du? Willst du mich als Suchti bezeichnen? Ich bin auf dem Dach oben. Da kommst du hoch über diese Erdenmauer, die ich da gebaut habe. So, pass auf. Dino, hast mir Glas gegeben, ne? Glas habe ich, ja, ist schon gut. Glas rein? Hier auch? Stein habe ich. Ubi, brauchst du Sandstein? Nein, hör auf. Schmeiß her. Lass. Moment. Aber wir brauchen mehr Glas. du kannst ja mal runter am Ofen gehen oder. Ich bin gerade da. Oder Dean. Ich schon mal noch ein bisschen Sand, wenn. Wir brauchen auch echt mal so ein. Tobi, in deiner eigenen Welt hast du so einen riesen. Ich würde schon fast sagen, so einen Kerker. Und da drin sind dann halt ganz viele Öfen. Sowas brauchen wir auch unbedingt mal. Ja, das machen wir am besten im Keller unten rein. Ja, weil. Mit der Produktion, die wir jetzt haben hier, da kommen wir ja gar nicht voran. Wir haben, glaube ich, nur zwei Öfen und in dieser Höhle ist noch was, weißt du? Was, wir bauen einfach bei Sascha die ganzen Öfen rein. Ja. Also wir brauchen noch eine Menge Sandstein. Das reicht noch nicht. Ja, Sascha, wenn du rausgehst aus dem Haus, links, da ist so ein Loch schon im Boden, da findest du sehr viel. Da war ich gerade. Ich mach mal mit, ich habe eine Spinne. Ja, ich hab noch einen Sandstein. Draußen stehen zwei Enderman. Wow! Sandstein hin. Skeleton. Sandstein einfach den Tobi geben. Hallo? Nein! Tobi! Ich bin tot. Ich bin auf dem Haus, ne? Toti. Du bist tot. Toti. Alter, scheiß Skelett, Mann. Aber das Haus sieht echt schon Hammer aus, muss ich schon sagen. Ja, das Dach gefällt mir nicht, das ist ein bisschen zu niedrig geworden. Ja, dann hau rein, Toti. Nee, ich kann das nicht mehr höher setzen, weil wir jetzt das ganze Glas schon versetzt haben. Da kannst du raushauen. Nee, da mach ich jetzt. Boah. Alter, ich bin jetzt auf meinen Kopf gefallen und hat Schaden genommen. Ist das so ein Half-Life? Den Ofen auch in Anspruch nehmen hier, der ist ja blöd, wenn nur einer. Ist das so ein Half-Life-Headcrab gewesen? Aua. Was? Ja, das war ein Headcrab. Hast du gehört, was ich gesagt hab? Ja. Sag, was denn das sind. Der hat das. Du hast doch gerade hier. Ich hab Schaufeln. Salz abgefahren. Ey! Wer war das? Vorsicht, Schalte hier. Fuh dich! Vorsicht, Split. Attacke. Ja. Alter. Was bleibt mit an jetzt? Aua! Warum regnet es hier? Ich sterbe. Ich bin tot. Bei mir regnet es nicht. Ich hab Regen ausgeschaltet. Wo bist du denn hin, Sascha? Also hier, also ab der Wüste regnet es nicht mehr. Ja, genau, das ist normal. In der Wüste kann es gar nicht regnen. Lustig aus. Was ist mit dem Skelett los, Alter? Könnt ihr mal den zweiten Ofen auch nutzen? Ey! Glas haben wir jetzt gleich fast verbaut hier. Können wir mit dem Glasreiniger die Scheiben putzen? Glas rein? Oder den Boden? Oder den Boden. Ich hab neue in Sand geholt. Dann hau mal rein da. Hol den oben in den Ofen rein. Oben? Oben. Warte. Ja, Tobi, wenn wir gleich mit dem Dach fertig sind. Wenn wir gleich mit dem Dach fertig sind, würde ich dann sagen, wir begeben uns, bevor wir die Zimmer einrichten, weil wir müssen jetzt mal ein bisschen clever denken, ja, sonst hängen wir ja Ewigkeiten dran. Bevor wir die Zimmer einrichten, würde ich dann erst mit dem Bau dieses. Mit diesem, sagen wir einfach mal, Produktionsraum, wo ganz viele Öfen stehen, weißt du? Weil dann können wir ja viel schneller voran als jetzt. Aber das ist ja eine Qual gerade. Hast du dich als OP gemacht? Weißt du, dann gebe ich dir mal eine Hausaufgabe und du machst es für mich. Ja, aber Lehrer, es tut mir doch leid! Auf die Knie! Und was zu tun?
scheiß Skelett. Mit Glas rein den Boden putzen. Beten. So. Ja, ich habe euch ja versprochen, liebe Zuschauer, dass die Qualität dieser Videos jetzt deutlich besser wird. Ich bezweifle es aber sehr. So. Guck mal, das Dach wird langsam fertig, endlich mal. Das hat uns jetzt seit, glaube ich, wie viele Folgen? 4 Folgen jetzt? Bestimmt schon 300 Folgen. Oder so. Ja, Tobi, ein Stück 300. Danke. Sag mal, warum brutzelt im oberen Ofen nix? Ich bin schon dabei. Ey, was soll das Skelett jetzt hier? Wir brauchen doch jetzt da gar nichts. Doch Glas. Oh, ja, das kann man auch in den Ofen reintun. Das wird doch nicht schneller gehen, wenn es auch oben drin ist. Natürlich. Ich brauche ein Schwert. Nein, das sollte schneller gehen. Weil es doppelt produziert wird. Ja, aber wenn es unten reintust und unten noch nicht voll ist, ist es doch dasselbe in grün. Nee, du verstehst, was ich meine. Hast du Glas dabei? Nee, hast du. Nee. Ich trage mal jetzt 2 Stacks ab, dann macht das Sinn. Ja, hau mal rein. Wobei, ja, wir brauchen Glas noch für die Fenster um das Haus herum. Der Enderman steht immer noch hier. Tobi, wenn wir das Dach fertig haben, dann lass uns mal mit dem... Dann lass uns mal anfangen, unten die ganzen Öfen zu bauen und so, ja? Mhm. Das ist ziemlich klug, direkt vor unserem Haus so ein großes Loch zu machen. Ja, das machen wir wieder zu. Wieder zuklatschen. Patex. Patex, genau. Patex, do. Ich würde auch gar nicht so viel... Ich würde eher auch lieber ein bisschen Grün ums Haus herum haben. Und ich würde das Grün auch eine Ebene höher machen, als der Sand ist, weißt du? Was haltet ihr denn von einer Farmer irgendwann? Ja, das wäre auch sehr, sehr wichtig. Kommt. Ich wir brauchen aber erstmal. Und wir brauchen da irgendwann mal was. Erstmal brauchen wir so einen blöden Produktionsraum. Was macht der das denn gerade? Dustin, was machst du gerade? Ich hab da gerade Sand reingehauen. Dustin! Geh nach Essen suchen, los, sofort. Essen? Genau, ja, Essen, da wäre nicht schlecht. Ja, ich brauche ein Schwert und ich habe kein Holz dafür. Tobi, wie sieht's denn aus bei dir da? Ich geb dir ein Schwert, warte. Ja, vorhin aber nicht, oder was? Was soll das denn jetzt hier? Ja, nee. Nee. Tobi? Ja? Tobi. Hier kommt der Genuss. Nein, wie sieht's denn bei dir oben aus gerade? Bist du jetzt mit dem Dach weiter? Mach mir gerade noch was zurecht hier gerade, warte. Ich brauche nämlich neue Werkzeuge. Ja, das Glas, Dach habe ich jetzt gleich fast fertig. Boah, wie siehst du denn aus, Alter? Die Pfeile im Maul. Sind jetzt 64. Im Mund. Den für dich habe ich gleich auch noch eine Aufgabe. Der oralen Öffnung. Ja. Ich habe gerne was im Mund. Was? Nichts. Ich höre jetzt einfach mal weg. Sascha, das ist das Böse, was sie ja sagen. Das ist ja klar, genau. Du willst mir ein Schwert geben. Ja, ich bin ja gerade dabei, bitteschön. Hier ist ein Bonbon. Oh ja. Oh. Hab ich das Schwert gerade wieder genommen? Ja. Nee. Doch. So. Ja? Oder du. Oh, ist das ein Tanker? Ja, nein. Oh, das Glasdach ist fertig. Das Glasdach ist fertig. Guck nochmal, ich glaube, du hast das Schwert, oder? Ja, Dennis, ich finde die Panoramawand sieht dir ja nicht so doll aus. Ich mach dir ein neues. Ich hab das Schwert. Achso, ja, gut. Ab, wenn wir weitergebaut haben und irgendwann dahinter auch noch was ist, dann sieht das schon echt hammer aus. Dennis, bleib mal kurz stehen. Guck mal, ein Popel. Aber der ist aber blutig. Ja, ich hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Voll heftig so. Ich dachte mal, Schafe, ne? Schafe? Ja. Schafe. Mann. Mach das. So. Oh, hier lebt gar nichts. Wie willst du denn. Achso, ich soll hier wahrscheinlich. Achso, nee, schon gut. Das sind andere Steps, okay. Dennis, hast du noch das helle Holz? Fällt der Name gerade nicht an. Für den Boden oder was? Genau. Ich guck mal in der Truhe, aber ich glaube nicht. Ich hab nur ganz viel Sand dabei. Ja, wir haben jetzt auch wieder. Warte mal. Sind das Sandstones oder sind das normale? Ist das helle Holz? Das ist Birkenholzbretter sind das. Ja, hab mir gedacht. Warum? Ja, weil die Steps da oben, also vor den Türen, die sind aus Birkenholz. Das wird dumm aussehen, wenn ich jetzt gegenüber normales Holz hin tue. Hm, wo meinst du denn? Wo sind jetzt Dien? Ja, guck hier. Hier, das ist anderes Holz als das so, hier. So, ja. Dien? Ja. Das heißt nicht dumm, sondern es wäre nicht ästhetisch. Okay.
danke. Das ist politisch korrekt. Das gehört der Dachs gestehen. Hat jemand Holz für mich? Nein, leider nicht. Da haben wir Holz in der Truhe? Nein. Nee. Aber vor den Hütten. Ich hab. Wie viel? Hey. Viel. Oder hast du was? Ich hab 5, das war's. Steck grad los. Nee, reicht. Ey. Komm. Er dreh ich nicht. Ja, auf einer Seite. Ja, wie doof sieht das denn aus, ey? Ganz ehrlich. Oh, jetzt kommt ja wieder der Grafikexperte hier. Ja. Weißt du, da lobe ich mir doch Watch Dogs. Die guckenden Hunde? Genau. Boah, Alter. Sag ich auch mal, wenn ich ins Tierheim gehe. Ich hab in Word auch mal Watch Dogs. Sag ja, ich, wenn ich ins Altersheim gehe. Das ist gegen alte Leute. Nee, gegen die Krieger. Bitte? Was? Ich schlag den Baum kaputt. Ich find's echt behindert, dass dieser Timber-Mod hier nicht funktioniert. Du findest es nicht gut. Ja. Wir brauchen mehr Öfen. Ja, Rama, was ich gerade die ganze Zeit gesagt habe, du Witzbold. Das machen wir jetzt, wenn wir gleich fertig sind mit dem Dach, dann widmen wir uns dem... Guck mal, ich arbeite effektiv. Ich heb gerade den Boden unter unserem Haus aus. Mach du doch mal dabei... das Dach fertig! Alter, ich habe keinen Sandstein. Soll ich den mir aus dem Rektum ziehen? Aus dem Rektum. Aus dem verlängerten Rücken. Alter, du, wie du so... Ach komm. Wieso ist das verrottetes Fleisch? Weil es hat nach. Weil Baum. Weil Schaf. Thomas Schaf? Genau. Oder Schafrat. Ja, weil ich sonst Schaf bin. Der Schafrat, Alter. Weißt du, der Schafrat, das ist der Obervorsitzende von der Schaf e.V. Der hat oben noch gar keine Fenster an den Seiten, ne? Oh ey, das Schafrat, ne? Das ist ein Wunder als Autorad. Dickes Fell. Alter. Wie ist das denn hier? Ist unser Haus so groß? Oh. Ja, wir haben ja schon als erstes Projekt ein Mega-Haus, ne? Muss man ja schon dazu sagen. Ja, wir sind ja auch meistens zu viert oder zu fünf. Wir brauchen ja alle ein eigenes Zimmer. Ich hab ne Idee. Ja, Dean, wir müssen hier noch die Mauer fertig ziehen. Danach müssen wir. Das Dach ist echt das, ja, ich was uns am meisten aufhält. Ja, ich mach jetzt gerade Sandstone. Ich hab hier noch. Super. Die Mauer muss weg. So. Jetzt müsste ich eigentlich genug haben. 64. 60. Ich zieh jetzt gerade hier die Wand, Tobi. Ich zieh die Wand. So. Guck mal. Wer lässt hier eigentlich immer die Tür auf? Ja, immer gefragt. Oh, ich habe eine Kuh gefunden. Was macht ihr hier in meinem Zimmer? Geht weg. Was, Dennis? Bitte, was, Dennis? Spielt die Mama wieder vom Schaffrand. Vom. Guck mal, er fängt direkt wieder an, ne? Ja, direkt wieder Mutterwitze, ne? Ach, ein Holzblock fehlt mir, Dean. Hast du ich hab noch 5, warte. Ein Holzblock. Guck mal. Ach, super. Hey, was soll denn das? Du bist doch ein Schätzchen. Blöde Kuh. Tobi, mal eine Frage. Warum hast du das benutzt, hier um hochzuklettern? Ja. Okay, also kann man das wieder abreißen. Tobi, ich bring jetzt eine ganze Ladung Sandstein mit. Ja, ich glaube, das brauchen wir nicht mehr, oder? Doch. Tobi, weißt du, was geil wäre? Pass auf, wenn du um das Glasdach jetzt noch so zwei Ebenen machen würdest, aber das Glasdach bleibt so ein bisschen tiefer, weißt du, wie ich meine? Guck mal, du hast ja hier so Ebenen gebaut, ne? Wieso sagst du mir das jetzt? Wieso baue ich das hier komplett zu? Dann hätte ich das kannst du ruhig so lassen, pass auf. Und jetzt baust du hier. Also hier, ja, ich weiß, was du meinst, dass es versetzt ist halt, ein bisschen genau, reingesetzt. Von hier an bis hier und dann immer nur, also zwei Blöcke um das Glasdach herum, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Du machst das schon. Ich hau das hier mal eben dann weg. Tobias. Au. Ja, bei uns spielt Udo Lindenberg. Komm mal her. Udo! Oder sollen wir die Sides, die Steps Tobi, hier lassen? Tobi. Ja, ich finde die Treppen, so wie ich das bei mir am Eingang habe, eigentlich ganz cool. Ziemlich einheitlich aus. Oh. Warte, Tobi, ich habe auch noch welche hier. Oh. Der gibt mir einen, Mann. Alter. Ich könnte jetzt am UK. Wieder beim Sascha aus wie so ein Springbrunnen. Jawohl. Sascha, was. So. Was soll das darstellen, was du da gerade machst? Oder von dir gibst? Ich hab Hunger, meine Figur hat Hunger. Ich hab auch Hunger. Hallo, der hebt eine Couch hoch, der ist gerade nur erschöpft. Dustin, hast du Essen geholt? Nein.
Was ist das denn? Irgendeiner hat die Konfi verlassen. Oh. Aber wir wissen jetzt auch wer. Der Dustin. Guck mal, die Bauschlampe, die drückt sich. Die Baufrau. Okay. Ihr könnt euch nicht. Ich hab Essen geholt hier.